Da wird es schon wieder Nacht. Da haben wir jetzt einen ganzen Tag lang haben wir hier Steine gehauen. Glaubst du das hier? Glaubst du das? Ich habe vorhin, kurz bevor ich eingeschlafen bin, habe ich noch so ein paar Sachen gehabt, wo ich gedacht, da könntest du jetzt drüber philosophieren, aber ob das so Sinn ergibt, das ist also die andere Frage. Andersrum ist sowieso mein Tun, mein Handeln im Allgemeinen gänzlich Sinn befreit, was dann jetzt eigentlich so gesehen... Jetzt will ich jetzt drüber streiten, ob der Unterschied wirklich Relevanz hat. Da ging es mir so im Speziellen nur um die allgemeinen Traumjobs. Jeder braucht ja irgendwo einen Job, mit dem er Geld verdienen kann. Langfristig ist das ja für jeden irgendwo schon so ein bisschen auch wichtig, dass man sein Geld verdient. Und wie macht man das dann? Wie macht man das? Das ist dann immer so die Frage. Das weiß man dann immer nicht so. Wie soll man das tun? Weil die meisten sagen sich, oh komm. Ist egal. Ich gehe halt immer studieren. Ich studiere einfach mal blindlings irgendwas und gucke dann, ob ich damit später reich und berühmt werde. Da gibt es tatsächlich relativ viele Menschen, die studieren um des Studierens Willen, um das Studieren, um studiert zu haben. Um des Studieren Willens. Und bist du nicht willig, versuch es im Wald. Ja. Weil ich auch sagen muss, Leute da draußen, studiert bitte nicht alle. Es gibt immer noch genügend Jobs, die auch gemacht werden müssen, die auch Spaß machen können, die auch kreativ sind teilweise und auch gutes Geld bringen, wo man kein Studium für braucht, wo ein Studium einfach nur Zeitverschwendung ist. Und am Ende, wenn alle Welt studiert, hast du einen riesen Berg arbeitslose Studenten irgendwo hocken, was schon irgendwie frustrierend ist. Beständigkeit, das ist ja auch ein Punkt, Beständigkeit. Ich habe jetzt zum Beispiel als vorhin einkaufen gewesen und da habe ich so schon doch Kassiererin, der ich da gewesen bin. Ach scheiße, das muss ja hier gar nicht. Es war schon eine hübsche, muss man sagen, einfach. Schon eine hübsche. Ist auch eine Liebe. Eine nette junge Dame. Gut, der Ring am Finger weiß man jetzt nicht, ob der jetzt Zierde ist einfach oder ob der eine Bedeutung hat. Aber darum geht's ja gar nicht. Aber da denke ich mir, das ist so was, das muss halt auch mal einer machen, ne? Du hockst dich jetzt nicht bei dem Supermarkt deines Vertrauens an die Kasse. Nachdem du BWL studiert hast. Nein, dann hockst du oben im Management, weißt angeblich alles besser, hast aber ehrlich gesagt von nichts eine Ahnung. Das ist auch noch was, das kann ich euch da draußen nun auch nur nahelegen. Verlasst euch nicht zu sehr auf euer ach so tolles Studium. Denn ihr lernt in dem Studium nur die Theorie, die mit der Wirklichkeit leider doch recht wenig zu tun hat. Die meisten, die ich erlebt habe im Berufsleben, die irgendwas in dem Bereich studiert haben, haben angeblich die super mega Ahnung, weil die sind ja studiert, wissen aber ehrlich gesagt überhaupt nicht, was sie zu tun haben. Und haben eigentlich keinen blassen Dunst.
Das ist leider im Moment noch so teilweise ein bisschen ein Problem in der Arbeitswelt, dass Ja. Studierte halt schon einen recht hohen Rang haben im Vergleich zu Nicht-Studierten, ne, weil die haben ja studiert, die können es besser. Das ist aber leider, leider nicht wahr. Das heißt leider, leider. Es ist natürlich zum großen Vorteil jener, die nicht studieren, sondern was Gescheites machen aus ihrem Leben. Denn erfahrungsgemäß werden Studierte alles zu gnadenlosen Theoretikern, die alles immer besser wissen. Weil die haben studiert. Das wäre eine fürchterliche Klugscheiße. Also nicht alle, um Gottes Willen. Aber ich habe halt auch schon leider viele dieser Art erlebt, die dich dann immer zurechtweisen. Und wenn du mit denen eine Diskussion anfängst, blocken die dich relativ zeitig ab mit einem. Du weißt ja gar nicht, wovon du sprichst. Ich habe das studiert. Ich kenne mich da besser aus. Ich mir dann immer denke, okay, Leute, ihr habt das studiert, alles klar. Gab's in eurem Studium auch ein Fach, das irgendwie Lebenserfahrung hieß oder so? Kann man das auch studieren? Nein, kann man nicht. Ja, gut, wie gesagt, das sind nicht alle so. Also ich habe einige erlebt, die meinen, nur weil sie jetzt studieren, werden sie was Besseres. Aber ich glaube, das sind Menschen, die sowieso von Grund auf irgendwie eine gewisse Arroganz mitbringen. Gibt auch andere, gibt da auch andere. Also das ist ja, kann man jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Das kann man einfach viel zu klein, das geht gar nicht. Das ist ja technisch gar nicht machbar. Das ist ja. Aber ich finde das doch, ich finde das teilweise putzig, wenn da so ein junger Student kommt mit irgendwie Anfang 20. Nee, und da hältst du dich dann so ein bisschen über verschiedene Sachen, in denen du selbst jahrelang schon irgendwo in gewisser Weise gearbeitet hast. Sagst dann aus deinen Erfahrungen heraus, ja, das ein oder andere, das musst du so oder so machen. Das halt nicht ändern. Und dann wirst du da von dem niedergemacht. Schon mir denke, ja, ist klar. Geht aber auch in vielen Bereichen. Ich bin ja sowieso eher so ein provokanter Mensch. Oder sagt man halt auch mal einem, der gerade ganz frisch sein Kind bekommen hat, ja, ganz stolz ist, stolzer Papa. Erzählt man dann mal so, ja, Kindererziehung ist eigentlich nichts anderes wie Hundeerziehung. Ja, kann man machen, ist lustig, kann man mal so sagen. Hat der sich aufgeregt, du? Hat der sich aufgeregt? Ich hab da keine Ahnung und hab ich denn schon eigene Kinder? Ich weiß auch überhaupt nicht, wovon ich rede. Der kam mir auch vor, als hätte er Kindererziehung studiert. Und letztendlich war er nichts anderes als ein ganz normaler, stinklangweiliger in der Firma, der mir übrigens auch nichts lernen kann. Wir waren nämlich alle doch ziemlich, unfähig. Ich war da auch nicht lang. Ja. Aber das war dann halt einer, der hatte gerade sein erstes Kind bekommen und war dann der festen Überzeugung, er hätte damit schon automatisch die Weisheit mit Löffeln gefressen und er ist der Fachmann für Erziehung und alle anderen wissen ja gar nicht, wovon sie reden. So, Leute, hat man halt immer mal. Ich wink das dann ab und denke mir, yo, ist ja nicht mein Kind. Kann mir ja egal sein. Zu dem Thema, ich weiß nicht, ob ich da irgendwas schon mal philosophiert habe. Kindererziehung ist wirklich wie Hundeerziehung. Ist einfach so. Sowohl Kinder als auch Hunde brauchen viel Zuneigung. Aber sie brauchen auch klare Grenzen.
Und das nicht in dem Sinne von, die brauchen Grenzen, weil sie sonst machen, was sie wollen, sondern die brauchen die wirklich, die möchten die auch haben. Sowohl Kinder als auch Hunde sind nicht unglücklich, wenn man ihnen ihre Grenzen zeigt. Sie mögen vielleicht anfangs mal ein bisschen jammern, aber sie wollen ja wissen, wo ihre Grenzen sind. Und wenn ihnen jemand ihre Grenzen aufzeigt, dann geht die ganze Erziehung für den Arsch. Dann probieren die sich so lange aus, bis die Punkte erreichen, wo die Eltern dann hilflos sind. Oder die Besitzer. Gerade auch so diese fürchterliche Verhätschelung und, ach Gott, der Arme oder Kleine, oder das Arme, das Kleine, Süße, Kind, Hündchen, wie auch immer. Am schlimmsten sind die kleinen Mini-Kackhunde, die von Tussi-Frauchen dann immer auf den Arm genommen werden. Wenn ein großer, böser Hund kommt, oh Gott, der arme Kleine. Und dann fangen die nämlich an, den anderen Hund vom Arm, vom Frauchen aus anzukläffen, weil da sind sie an Sicherheit. Da können sie ja dann rumpöbeln. Weil da werden sie, die werden ja wissen, ja, auch. Können hier den Decken machen. Wenn es zu gefährlich wird, werden sie von Frauchen beschützt. Ja. Dann passt Frauchen irgendwann mal nicht auf. Und klein, Paris Hilton Dackel macht dann wieder einen Aufstand. Beißt dem Rottweiler hinten in den Schwanz, weil, weil er meint, er könnte machen, was er will. Wenn sich Rottweiler wehrt, kommt der Frauchen und nimmt ihn auf den Arm und schützt ihn. Ja, und dann ist Frauchen unachtsam, passt gerade nicht auf, weil Frauchen flirtet gerade mit Herrchen von Rottweiler. Ja. Und ja. Paris Hilton Dackel beißt Rottweiler. Rottweiler denkt, du kannst mich mal, ich beiß zurück. Ja, nur wenn Rottweiler zurückbeißt, ist halt der Kopf ab. Und dann ist das Geschrei wieder bloß und die bösen Kampfhunde etc. bla bla. Maulkorb. Und letztendlich war das nichts anderes, wie wenn, wenn uns irgendwie eine Stechmücke piekst und wir sie daraufhin erschlagen. Wir hätten der Stechmücke nie was getan, hätte sie uns in Ruhe gelassen. Ganz einfach. Aber es sind nun mal oft diese kleinen Dreckstöden, die den Streit provozieren. Aber wer denkt schon an sowas? Da müsste man sich auch selbst Schuld eingestehen und das ist natürlich... Das ist ja ganz unangenehm, das macht ja ganz Spaß. So entstehen übrigens auch die Amokläufer, liebe Dummeltern da draußen. So, drücke ich es jetzt einfach mal aus. Die Kategorie Dummeltern. Nicht von PC spielen, meine Damen und Herren. Das ist Schwachsinn. Guckt euch einen Henne an oder einen Atmer, einen Kohli, mich oder auch alle anderen, die hier viel, ja gerade auch so mit den Battlegrounds und so, viel rumgezocke und rumgeballere. Wir sind alles sehr nette, friedliche Menschen. Friede den Menschen auf Erden und... Hast du nicht gesehen? Ja. Wenn jemand irgendwelche Videospiele spielt und dann einen Amoklauf verübt, dann hat das nichts mit den Videospielen zu tun, da war da schon vorher der Wurm drin. Man könnte das noch so viel auf die bösen Spiele schieben, nein, denkt mal eher über eure Kackerziehung nach. Wahrscheinlich das kleine dumme Kind sein Leben lang nicht gescheit gefördert, also gefördert, gefordert. Immer nur geschont und, ach Gott, der arme Kleine, kannst du das nicht machen, lass ihn doch mal in Ruhe, ist doch so ein lieber Kerl. Komisch, die ganzen Amokläufer waren laut Eltern immer so liebe Kerle. Reicht mir das als Röhre oder brauche ich noch ein bisschen? Das ist schon schön lang, ne?
Dann werden wir das jetzt, glaube ich, einfach mal auch wieder ein bisschen enger machen hier am Ende. Dass wir nicht gänzlich übertreiben. Machen wir das mal. Da ist noch einer mehr. Ja. Meistens ist es doch so, dass die lieben, braven Kinder... ja, dann schon auch gerne mal die Mobbingopfer in der Schule sind. Da kriegen sie ja immer die lieben Braven ab, weil die Bösen sind ja diejenigen, die austeilen. Shit. Du doch nicht. Die lieben Braven, die kriegen es dann ab. Und deswegen passieren ja vielleicht auch ganz häufig wirklich diese Amokläufe an Schulen, weil das sind die Orte, wo man oft falsch, schlecht behandelt wird. Ja, da treffen die ja immer nicht. Mobbing an Schulen ist immer ein ganz großes Problem. Und es gibt welche, die sind einfach, was das betrifft, nicht stark genug. Und das ist dann wieder mal begründet in der Erziehung. Ich kenne viele, die sind total, die sind extrem sozial eingestellt, aber die kann man trotzdem nicht mobben, weil sie dafür einfach viel zu stark sind. Also nicht körperlich stark, sondern charakterlich stark. Und das tangiert die einfach überhaupt nicht. Und deswegen sind sie dann auch ziemlich scheißegal. Und mach sie halt. Tja, aber andere gibt es, die gehen daran kaputt. Das hat leider so. Ich bin voll, das ist wunderbar, dann gehe ich jetzt heim. Das lernen wir dann diesmal aus. Und heute sowieso, wenn ich jetzt auch auf die Uhr gucke, merke ich ja, es muss von der Zeit her jetzt reichen. Ich werde einfach dann am Wochenende wieder aufnehmen. Upsa, muss schon auf der Leertaste draufbleiben. Naja, so ist das halt. Ne? Und dann werden die zu Hause immer betüttelt. Und es sind immer die lieben Braven. Oh, dann habt ihr keine Lust mehr auf lieb brav, entweder das oder das andere nächste Problem ist dann oft gerne mal. Bla. Ja, habe ich vergessen, dass das andere Problem ist. Eben wusste ich es noch, jetzt habe ich es vergessen. Naja. Oftmals wird sich auch nicht genug gekümmert. Das ist dann die andere Seite. Da werden dann die Kinder quasi nicht verhätschelt, sondern einfach zu viel allein gelassen. Vielleicht von den Eltern teilweise sogar irgendwie zu Verwandten regelmäßig abgeschoben, sonst wohin, damit die, weil sie einfach noch jung und unreif sind, lieber Party machen können. Auch sowas gibt's und die Kinder fühlen sich dann häufig allein gelassen und einsam. Denen fehlt doch nur die Liebe. Ja, also sind so die beiden Extreme. Entweder sind total vernachlässigt und finden dann häufig
Ersatz im falschen Umfeld. Oder sie wurden total betüttelt und die versuchen sich irgendwie zu wehren und auszubrechen, weil sie sich eingeengt fühlen, wie auch immer. Auf jeden Fall sind diese Amokläufe im Gesamten nur das i-Tüpfelchen eines stummen Schreis eines Menschen, der seine Lebenssituation so wie sie ist nicht mehr ertragen kann und ja einerseits kein Ventil dafür findet und andererseits aber auch irgendwie niemanden findet, an den er sich wenden kann, brauchbar, und dem man sagen kann, hilf mir, ich komme auf mein Leben nicht mehr klar, was soll ich denn jetzt machen? Wenn er keine Hilfe kriegt, keiner unterstützt ihn, niemand interessiert sich für ihn, dann fängt er an, Menschen zu hassen. Und unkoordiniert. Irgendwann weiß er sich nicht mehr zu helfen und weiß selber nicht mehr, was soll er denn machen. Sowieso. Wie auch, hat's denn nie gelernt. Entweder weil er nicht richtig vorbereitet wurde, weil er betüttelt wurde oder weil er komplett vernachlässigt wurde. Er hat ja nie gelernt, mit der Situation umzugehen. Was soll er denn machen? Und dann... ja. Da sich halt niemand kümmert. Sucht er dann sein Seelenheil. Fuck, wieso hat er denn noch einen fetten Schlag gebraucht? Jetzt haben wir doch mal einen Rudu-Spinner. Das ist aggressiv hier, ich kann Schabock laufen, nur. Ja. Shooter-Spiele dienen nicht dem Aufbau von Aggressionen, das ist vollkommen der Blödsinn, sie dienen für gewöhnlich dem Abbau von Aggressionen, weil man da nämlich seinen ganzen Frust loswerden kann, indem man wahllos Leute umschießt. Aber irgendwann hilft auch das nicht mehr. Und das ist dann der Punkt, wenn selbst das nicht mehr hilft, das ist dann der Punkt, wo die Leute anfangen mit Amokläufen und so ein Quatsch. Das liegt dann nicht an den Computerspielen. Das ist dann nicht das, was sie aggressiv hier gemacht hat. Hat sich versucht, damit noch irgendwie zu retten und die Aggression abzubauen, aber das geht halt irgendwann auch nicht mehr. Und wenn das nicht mehr geht, kommen halt die härteren Mittel. So ist es. Das heißt, achtet lieber mal da draußen ein bisschen auf eure Kinder und was ihr mit denen macht. Und schiebt nicht alles auf die PC-Spiele. Und wenn ihr feststellt, dass euer Kind anfängt mit aggressiven PC-Spielen, dann verurteilt nicht die PC-Spiele und sagt, das ist doof und hör auf damit und nehmt sie mal am besten noch weg oder so, damit dass er sich damit nicht beschäftigt, sondern fangt mal an zu überlegen, ob ihr euch mal irgendwie mit euren Kindern befassen solltet und mal, ob es da vielleicht irgendwas gibt, was Humor hat. So. Das war jetzt ein weiser Rat von mir. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich auf dieses Thema kam, aber naja, ist auch mal lustig, ne? So, und jetzt hier von wegen Kinder- und Hundeerziehung und so. Ja, Holzstöckchen. Nein, ich lasse es jetzt. Ich spring da jetzt nicht runter. Vergiss es. Holzstöckchen. Okay, bis zur nächsten Folge. So, tschüss. Achso, und natürlich nicht vergessen... Holzstöckchen.